Last but not least, Hans. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich möchte noch mal einen Aspekt mit reinbringen, der sich aus der bezirklichen Praxis auch ergibt. Zunächst mal möchte ich sagen, wir müssen und wir wollen Wohnungen bauen. Wir müssen dabei aber Stadt entwickeln. Und das heißt Mischung, Mischung, Mischung. Hier steht es. Ja, also wir müssen nicht aus dem Auge verlieren, dass wir zu dem Wohnen auch die Peripherie, die soziale Infrastruktur, das Grün und alles mitentwickeln. Sonst wird man eben am Ende kein zufriedenstellendes Ergebnis haben. Ich verstehe den Leitantrag auch so. Ich finde den Leitantrag sehr gut. Möchte mich an dieser Stelle nochmal bei den Autorinnen und Autoren für diesen richtig guten Antrag bedanken. Wenn wir das umsetzen wollen, was da drin steht, dann brauchen wir aber auch Menschen, die das tun. Und das heißt aus bezirklicher Perspektive, wir brauchen Personal. Wir brauchen Personal in den Stadtplanungsämtern, in der Bauaufsicht, auch in der Vermessung. Wir brauchen Personal, um die Zweckentfremdung zu verhindern. Wir brauchen Personal, um die Umwandlungsverordnung umzusetzen, die eigentlich heißt, Umwandlung zu verhindern. Wir brauchen auch Personal für die Partizipation. Wir brauchen Menschen, die die Zeit mitbringen, dieses berühmte Gespräch auf Augenhöhe mit den Bürgerinnen und Bürgern zu führen. Das ist nun mal zeitintensiv und dafür braucht man Personal. Das kann auch nicht ein Stadtrat, eine Stadträtin alleine schultern. Das muss Teil des regulären Verwaltungshandelns werden, sonst wird das nicht funktionieren. Deswegen fordere ich an dieser Stelle sofortige Entfristung der Stellen, die wir von der Senatsverwaltung bekommen haben, aber auf Zeit. Auf Zeit heißt, wir finden viele Leute nicht, weil die nicht bereit sind, für 12 oder 15 Monate eine Stelle anzutreten, ohne eine Sicherheit, wie es weitergeht. Da schaut man sich dann möglicherweise doch besser gleich anderweitig um und verdient dann auch noch mehr dabei. Also wir brauchen sofortige Entfristung, denn alle Stellen, die versprochen wurden durch die Senatsverwaltung, enden am 31.12.2020. 15. Man muss sich das wirklich vorstellen, also mit welchen Ankündigungen herangegangen wird und wie kläglich das letzten Endes umgesetzt wird. Wir brauchen also eine ordentliche Finanzierung, nur so entsteht eine integrierte Politik. Das muss abgesichert werden, dass eben der Staat seine Vorname, Aufgabe, Wohnungspolitik zu machen, auch wirklich umsetzen kann. Wohnungspolitik ist staatliche Politik. Und das ist auch keine Politik für den Moment. Wohnungspolitik muss ständig gemacht werden. Das braucht einen langen Atem, das braucht Geduld und das braucht auch Zeit, vor allem wenn man saubere und gute Prozesse organisieren möchte, wo all die Ansprüche umgesetzt werden, die hier in dem Leitantrag formuliert sind. Deswegen, liebe Freundinnen und Freunde, macht euch auf einen langen Weg und eine lange Reise gefasst, damit wir die Politik, die wir heute auf Grundlage des Leitantrags beginnen werden, im Bereich der Wohnungspolitik auch ordentlich umsetzen können. Vielen Dank. Vielen Dank, Hans. Das war der letzte.